Entschuldigung, ich setze mich mal ganz kurz dazu, wenn das okay ist. Wieso? Ich dachte, wir sitzen so zu zweit und ich bin alleine hier und vielleicht kann man ja was zusammen trinken. Also für mich nicht. Nee, danke. Also ich habe auch gerade was zu trinken. Ja, ihr habt was, aber ich habe nichts. Ich könnte mir eine Cola bestellen. Ja, und dann. Gut. Aber das ist ja nicht unser Problem. Das war jetzt sehr unfreundlich. Ich frage doch nur ganz nett, der Tisch ist groß. Ja, und du sahst von Weitem ganz nett aus. Und dann dachte ich mir, ich spreche euch einfach mal an. Das ist sehr nett, aber ich glaube, da müssen wir passen. Sorry. Okay. Also ein Drink. Ich will gerne alleine sein. Und dann muss ich wieder alleine an meinen Tisch und ganz alleine trinken. So sieht es wohl anstatt aus. Hier zu dritt in einer netten Runde. Ja, da können wir ja nichts für. Okay. Ich meine, wenn du hier hinkommst, dann weißt du ja, dass du Gefahr läufst, einen Korb zu kassieren, oder? Natürlich, aber noch spricht ja jetzt nichts dagegen, dass man nur zumindest was trinkt. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt, ne? Ja, es ist ja nur ein Drink. Ihr wollt unter euch sein. Ich hab's. Genau. Okay. Guck mal, wir haben uns lange nicht gesehen und es wäre einfach... Okay. Gut, das akzeptiere ich. Dann machen wir es anders. Du gibst mir deine Nummer und wenn du später zu Hause bist und nicht mehr quatschen musst, dann schreiben wir. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Sorry. Nee. Wieso nicht? Weil ich nicht einfach meine Nummer so hergebe. Ja, ist ja auch nicht einfach irgendwie. So. Ich bin da jetzt. Ich sitze ja schon ein paar Minuten jetzt hier. Zumindest. Ich kenne dich nicht. Ist ja kein Grund. Und einfach. Das wollen wir ja ändern, indem wir nachher einfach ein bisschen schreiben, wenn ihr hier fertig seid. Nee, guck mal, sorry. Ich lasse euch schon hier sitzen, ich gehe gleich wieder, trinke alleine meinen Drink, aber dann möchte ich wenigstens die Nummer haben. Nee, tut mir leid. Also ich finde das echt mutig von dir, ich finde es echt cool, dass du hier rübergekommen bist. Auf jeden Fall Respekt dafür. Super, davon aber kann ich mir jetzt aber nichts kaufen. Okay, ja, dann. Ja, ich habe dir ein Kompliment gemacht. Das war doch, guck mal, das war doch schon freundlich auch von mir. Okay. Okay, dann machen wir es anders. Es muss sich wenigstens ein bisschen für mich gelohnt haben. Das ist jetzt total absurd, aber dann, ich gehe, ich lasse euch in Ruhe, ich will nicht deine Nummer. Aber du folgst mir auf Instagram. Habt ihr Instagram? Ich habe kein Instagram. Du hast du Instagram? Ja. Siehst du, das ist doch ein Zeichen. Du hast Instagram. Dann folgst du mir jetzt wenigstens auf Instagram, machen wir hier Follow for Follow. Dann habe ich zumindest zwei Körbe bekommen, aber einen Follower dazu. Danach lasse ich euch in Ruhe, versprochen. Ich gehe sofort. Komm, du bist nicht abgeneigt. Naja, dann habe ich wenigstens auch einen Follower mehr, ne? Das ist nur ein Klick sozusagen. So. Aber nur weil ich eigennützig bin. Genau, und weil ich dann direkt gehe. So, geh mal auf die Suche. Ja! Und dann auf die, genau. Und dann gib mal ein C, mhm. B. C, wie? C, B. B. A. A. S. So, ja, guck mal, da bin ich schon. Yay! Und jetzt? Was denn? Was? Wieso hast du so viele Follower? Ach, sind doch gar nicht so viele. Weißt du, wie viele ich habe? Nee, das kann 300 ich ja. Oder so? Okay, du musst mir jetzt erstmal abonnieren. Folgen, los. Das war der Deal. Ja, guck. Ein Follower mehr. Ja, aber Moment mal, du hast ja auch mal abgesehen davon, dass es ganz schön viele Follower sind, hast du auch einen verifizierten Account. Was machst du? Kennt man dich irgendwie oder so? Nee. Also, ja, nee, ein paar vielleicht. Du ja anscheinend nicht, aber es gibt ein paar Leute, die mich vielleicht kennen können. Unter welchem Namen kennt man dich? Also diesen Namen oder was machst du denn? Ach, ich bin mal hier, mal da und ein bisschen was mit Medien, aber jetzt... Viel unterwegs. Ja, ab und zu. Ein bisschen was. Aber kannst du dir in Ruhe angucken? Ich will dich jetzt auch nicht weiter belästigen. Bist du Schauspieler oder machst du Musik oder was? Oder irgendwas so in die Richtung, ja. Ja, was heißt irgendwie in die Richtung? Das findest du schon raus. Erzähl wenn du bist mal. Ja, nee, ich muss ja jetzt los. Du bist ja jetzt treuer Abonnent. Jetzt musst du auf einmal los. Vorhin nee, wollte ja, hier bleiben. Ich soll ja los. Okay, ich soll, aber vorhin wollte hier bleiben. Ja, vorhin musste ich aber weg. So, das heißt, ich habe ja zwei Körbe bekommen. Einen Drink bekomme ich nicht, Nummer bekomme ich nicht. Jetzt habe ich wenigstens den Follower und jetzt kann ich halbwegs, naja, doch eher traurig gehen. Und was ist, wenn ich dir sagen würde, du kriegst meine Nummer vielleicht auch? Deine Nummer kriege ich? Ich dachte nicht. Ja, vielleicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, du scheinst ja ganz nett zu sein und scheinst ja jetzt auch nicht aber irgendwie so ein Idiot zu sein. Weißt du, was aber, ich meine? Ich meine, es kommt war ja ich vorhin ein Idiot? Nee, aber weißt du, es kann sich ja jeder irgendwie dazusetzen und irgendwie groß erzählen und dann, okay. Weißt du. Also du würdest mir jetzt die Nummer eintippen? Ja. Echt?
Ja, okay. Du würdest nicht tun, nein. Dann tipp mal ein. Also, ich richte jetzt. Ach, warum nicht? Du gibst mir jetzt deine Nummer. Ja. Okay, das ist komisch. Kannst du ja natürlich auch gerne selber eintippen. Also. Okay, ja, kann ich auch. Wie fängt die an? 017. Okay, aber warte mal kurz. Eigentlich habe ich jetzt, nach der Aktion, gar keinen Bock mehr drauf. Deswegen, Welche Aktion? Genieß die Drinks und man sieht's.